Wir werden uns zugänglich in der Diskussion oder auch das Wissen bitten, dass Sie uns sagen, was ist Ihr Hintergrund und welcher Zusammenhang besteht für Sie zu diesem Thema, welche Bedeutung hat der Gedenktag heute für Sie? Ich heiße Philippe Lendigermann und ich engagiere mich für die Rechte der Roma. Ich selber bin Romni und in Berlin geboren und aufgewachsen. Und mein Schwerpunkt ist die Gegenwart, das heißt die Parallelen und die Kontinuitäten aus der NS-Zeit in der Gegenwart heute aufzuzeigen, zu thematisieren und mich damit aktiv auseinanderzusetzen. Ich möchte mich bedanken für die Einladung und ich finde es positiv, dass ich hier zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen worden bin. Ich hätte es noch besser gefunden, wäre ich schon früher involviert gewesen in diese Veranstaltung, also in die Organisation. Dann hätte ich zum Beispiel auch gerne einen Workshop oder so, für mich das noch zu gerne angeboten. Ich finde es wichtig, dass es diese Art von Veranstaltungen gibt. Wichtiger finde ich es auch, dass postkoloniale Perspektiven, Roma-Perspektiven, schwarze Perspektiven involviert werden in der Organisation und in der Veranstaltung. Und ich finde es gerade deswegen gut, dass ich heute hier bin und als Romni sozusagen hier auch die Roma-Perspektive mit einbringen kann. Denn ich denke, dass wenn ich heute nicht da gewesen wäre, wäre es vielleicht der Fall gewesen, dass die Geschichte der Roma und die Verfolgung marginal erwähnt worden wäre. Aber dadurch, dass ich jetzt hier bin, kann ich auch diese Parallelen und Kontinuitäten besser aufweisen. Und ich finde zum Beispiel auch schade, dass die schwarze deutsche Perspektive heute nicht hier vorhanden ist, da die schwarzen Deutschen auch Opfer von Hitler waren. Und ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, in der Gegenwart genau das zu thematisieren. Wir sind ja auch hier, um sozusagen die vergessenen Opfergruppen zu erwähnen und auch heute beim Gedenktag sozusagen zu ehren. Und deswegen finde ich es auch wichtig, sozusagen postkoloniale Perspektiven hier auch aufzuweisen. Und deswegen würde ich auch gerne zu Anfangs ein Zitat von Grada Quilomba vorlesen. Sie ist eine schwarze Professorin und lehrt zurzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es ist leider auf Englisch, aber ich kann danach noch auf Deutsch frei übersetzen. I therefore call for an epistemology that includes the personal and the subjective as part of academic discourse. For well, all speak from a specific time and place, from a specific history and reality. There are no neutral discourses. When white scholars claim to have a neutral or objective discourse, they are not acknowledging the fact that they too write from a specific place, which, of course, is neither neutral nor objective or universal, but dominant. It is a place of power. Also, es bedeutet vielmehr, dass es wichtig ist, anzuerkennen, dass die weiße deutsche Perspektive auch eine Position ist und dass es wichtig ist, dass sie auch reflektiert wird und dass es auch im akademischen Diskurs und in der Wissensproduktion sehr wichtig ist, auch marginale Perspektiven, die marginal gemacht werden, also die schwarzen Perspektiven und die Roma-Perspektiven, mit eingebracht werden und dass es keine Neutralität oder Objektivität gibt in der Wissenschaft. Dass jeder Mensch von seiner Perspektive spricht. Und ich wollte auch gerne anmerken, dass ich denke,
dass die Beschreibung dieser Veranstaltung auch sehr, sehr viele Sachen aufmacht. Also es ist ein weites Feld und es werden sehr viele Sachen mit eingebracht, die schwer sind jetzt in dieser politischen Diskussion alle wertvoll sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, also schwer ist jetzt über die Oberfläche hinauszugehen und dass es halt auch wichtig ist, dass genau bei dieser Beschreibung und bei der Organisation auch verschiedene Perspektiven zusammenkommen und zusammengearbeitet wird und dass ich denke, auch als Romni, dass es wichtig ist, wenn zum Beispiel benannt werden wie asozial und kriminell, wenn so eine Art von Aufzählung gemacht wird von Opfergruppen, dass ich denke, es ist auch gut, wenn, also besser, wenn dann nicht also direkt asozial, kriminell und dann Roma und Sinti steht, ist es auch ein bisschen gewaltvoll sozusagen, als Romni sowas zu sehen und dann sofort diese beiden Sachen, dass sie nebeneinander stehen. Und ich finde es auch schwer, eine Grenze zu ziehen, eine Grenze zu machen zwischen sogenannten Euthanasieopfern und Roma und Sinti, da nämlich Roma und Sinti genauso unter diesem Stigma verfolgt und ermordet worden sind. Da gibt es zum Beispiel den Vater von Cheja Stojka, die Stojka-Familie aus Österreich, welche auch im KZ waren. Und der Vater von Cheja Stojka ist erstmal von Österreich nach Dachau deportiert worden und von Dachau wieder zurück nach Österreich deportiert worden, in die Hartmann-Klinik und dort ermordet worden. Und deswegen finde ich es wichtig, auch genau bei diesem Feld auch nicht so eingeschränkt zu sein und da ein bisschen die Zusammenhänge auch zu sehen und die Dinge zusammenzubringen. Und um nochmal es abzurunden, ich bin hier, um auch besonders über die Gegenwart zu sprechen. Es ist wichtig zu bedenken und dabei ist es auch wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen und die Parallelen und Kontinuitäten auch zu zeigen. Vielen Dank, Felix. Auch nochmal vor allen Dingen dafür, dass du ja auch eine Reihe von kritischen Anmerkungen gemacht hast, von denen ich denke, dass die auch unsere Perspektive sozusagen heute